Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonnelich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist doch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist er. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow. Oh nein. Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denk nach. Was würde Rapper Zapper tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte. Ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich. Ich mach's ja wieder gut. Ich verrate, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar. Und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Ah! Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauch ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach. Na schön, welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's, ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Los. Ah, die 42 ist weg. Muskelmartin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball? Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killerboy Reds Poster. Ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich habe ein Schatzkartenlos und ein Tombola-Los gekauft. Sieh Leinenswerk. Ich bin gerade beschäftigt. Also, abgemacht? Toll! Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75! Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück! Ah! Hör zu, du Zwerg. Du hast die Nummer 42. Die will ich haben. Ich gebe dir 50 Cent dafür. Aber mir gefällt dieses Los. Es gehört mir und ich will es behalten, weil ich... Wie viel? 2 Euro. 42. Ja! Mua. Komm mit, jetzt amüsieren wir uns. Du kannst es. Du kannst es. Ich kann's einfach nicht. Alle Besitzer der Piratengewinnspiellose, aufgepasst! Der Gewinner wird in Kürze bekannt gegeben. Hast du gehört? Ich muss mir meinen Preis abholen. Es tut mir wirklich schrecklich leid, Frau Lieblich. Und gewonnen hat... Nummer 42! Ja! Du hast mich angelogen. Du hast mir die Wahrheit gesagt. Gewonnen! Nein, leider nicht, Henry. Dein Los ist von der Tombola und nicht von unserem Piratenspiel. Wer hat die Nummer 42? Du hast bei beiden Losen die 42? So alt bin ich in Hundejahren. Danke. Mein Leben ist ruiniert. Würde der Besitzer des Tombola-Loses 42 bitte zum Tombola-Stand kommen und seinen Gewinn abholen? Moment! Genau! Ich habe die Tombola gewonnen! Platz da! Ich muss den Gewinn abholen! 42, 42! Ich hab Nummer 42! Ich gratuliere dir, Henry! Nein! It's so easy being me!
am Horn, Henry. Wir machen das so. Nein, wir machen das so. So gefällt's mir schon besser. Henry! Hör auf mit dem Quatsch! Siehst du, Laura, ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht gewinnen. Das reicht. Dieser Wettlauf ist gestrichen. Oh, was? Oh, echt schade. Henry, du schreckliches Kind. Wenn du meinst, dass ich dich nach Hause schicke, hast du dich getäuscht. Du bleibst hier bis zum Schluss. Und die anderen folgen mir. Das wirst du mir noch büßen, Henry. Das ist das Schlechte am Sporttag. Da macht man immer ganz schlimme Sachen. Keine Angst, Olli. Die Eier sind doch alle hart gekocht. Auf die Plätze. Fertig. Los! Der Lauf ist ebenfalls gestrichen und keiner von euch rührt sich vom Fleck, bis ich weiß, wer diese Eier mitgebracht hat. Frau Streitaxt, ich kann nicht lügen. Also? Das war Peter. Haltet euch bereit für den letzten Wettlauf von heute, den 400-Meter-Lauf. Diesmal schlage ich dich, Henry. Ach, mir doch egal. Ist doch bloß ein blödes Wettrennen. Das ist dein Problem, Henry. Dir ist immer alles egal und deshalb wirst du auch niemals gewinnen. Das stimmt überhaupt nicht. Auf die Plätze. Und Sieger in allen Disziplinen der ganzen Welt ist Henry. Fertig? Du, Henry? Ich wette um dein letztes Fruchtgummibärchen, das ich gewinne. Gummibärchen. Gummibärchen? Das ist es! Genau! Süßigkeiten! Und los! Hey, will jemand was Süßes haben? Süßigkeiten! Mach schon, Henry. Du schaffst das. Hey! Hey! Alf! Mein letztes Gummibällchen! Hier, fang auf! Na los! Ich weiß, dass du es willst! Ja! 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 Gut gemacht, Henry! Ja! Du bist der Schulsieger im 400-Meter-Lauf! Ja! Ich kann Mama nicht sagen, dass ich nichts gewonnen habe. Jetzt ist sie bestimmt ganz enttäuscht von mir. Hier, Zwerg, zeig ihr den. Aber das ist doch dein Pokal. Nein, das hier ist mein Pokal. Der da ist vom Eierlauf. Du hast ihn gestohlen. Der Eierlauf wurde gestrichen. Dann war er ja übrig. Er gehört dir. Für 2 Wochen Taschengeld. Na gut. Peter, ach, ich wusste, dass du wieder gewinnst. Henry? Oh, Henry. Das habt ihr gut gemacht, alle beide. Wie Peter gesagt hat, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an. Es kommt nur darauf an, dass man mitmacht.
Ich hab gewonnen! It's so easy being me. I'm Harlan Henry. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm. Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo einer trinken darf. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. So, 5 Meter locker geschafft. Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen. Du bleibst auf der Nichtschwimmerseite und übst. Und du steigst erst aus dem Wasser, wenn du das Seepferdabzeichen schaffst. Nichtschwimmerseite. Das ist dann wohl die Seite der totalen Verlierer. Was ist denn mit dir los? Ich freue mich einfach, dass ich endlich schwimmen lerne. Hey, kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Ich halte auch schon nach, du weißt schon, dem Hai. Dem Hai? Das ist es! Genau! Andi, wegen dem Hai, da gibt es was Neues. Erst in die Kanalisation entwischen. Nein! Doch, also schwimmt er wahrscheinlich durch die Wasserleitung bis hierher und versteckt sich im Tiefen. Nein! Doch! Aber sag es keinem. So, stellt euch alle auf. Darf ich's nicht mal Jonathan sagen? Na gut. Jonathan kann Geheimnisse für sich behalten. Für ungefähr 5 Sekunden. Was ist los? Heute gibt's Abzeichen. Warum schwimmt denn noch keiner von euch? Wir wollen nicht schwimmen. Und wir wollen auch nicht von einem Hai gefressen werden. Von einem Hai gefressen? Wenn ihr nicht gleich ins Becken springt und schwimmt, passiert noch was Schlimmeres. Ich mein's ernst. Schwimmt! Ich hab Ihnen gesagt, dass es nur ein dummes Gerücht ist. Hat jemand meine zweite Flosse gesehen? Jetzt schwimmt endlich! Na los! Ja, und passt auf den Hai auf. Henry, hör auf! Es glaubt dir ja doch keiner, dass da ein Hai im Wasser ist. Ach nein? Und was ist dann das? Ein Hai! Ein Hai! Ein Hai! Er kommt näher. Er ist direkt hinter dir. Was? Nein, da ist nichts. Ein Hai! Hinter dir! Schwimm! Schwimm! Ah! Ah! Schnell! Ein Hai! Gibst du mir dein Taschengeld jetzt gleich? Oder soll ich warten, bis wir im Bus sind? Bravo, Bert. Du hast Henry zum Schwimmen gebracht.
gut gemacht. 2 Stunden Nachsitzen für deinen Heilstreich. Ich gratuliere, Henry. Du bist der Einzige, der sein Abzeichen gemacht hat. Und du bist nicht nur 5 Meter geschwommen, sondern ich glaube auch noch in der schnellsten Zeit, die ich jemals gestoppt habe. Olympische Spiele? Ich komme! It's so easy being me. I'm Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem Stinkfuhren im Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Hey, voilà. Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. €2, Henry, 2 €. Gar nicht übel. Eigentlich wie Kaugummi. Probier mal. Die sind ja sowas von lecker. Brunhilde, hör auf zu schlürfen. Ja, Mutti. Und isst das Gemüse ja mit. Ja, Mutti. Henry. Guten Abend, Frau Streitaxt. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Abendessen. Sowas. Der hat aber gute Manieren. Das hat er bestimmt nicht in deinem Unterricht gelernt. Alors, nur 2 Tropfen. La Sanjik ist viel zu gewürzt und scharf für manche Gäste. Hat sich Monsieur vielleicht verlaufen? Nein, aber mein Cousin möchte gern etwas La Sauce Chic auf sein Essen. Das wollte ich dem Koch sagen. Nicht nötig, ich sage dem Koch Bescheid. Gut, mein Cousin mag nämlich scharfes Essen. Mindestens 5 Tropfen. Ja! Mach den Mund zu, Brunhilde. Sonst kann man ja bis in deinen Magen runtersehen. Mutti, entschuldige, junger Mann. Ich hoffe, meine Tochter unterrichtet dich anständig. Mutti! Oh ja, gnädige Frau, natürlich. Schönen Abend noch. Ach, was für ein reizender Junge, dass es sowas noch gibt. Aber Mutti, das ist der allerschrecklichste Schüler in meiner Klasse. So? Und wessen Schuld ist das wohl? Endlich, dann können wir ja anfangen. Na sowas, Tintenfisch. Ich mag keinen Tintenfisch. Und ich mag keine Tomaten. Und ich mag keine rote Beete. Oh, Tante Ruth, du hast ihr Lieblingsessen bestellt. Oh, wie schön, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Ich bin sicher, ihr werdet jeden Bissen davon genießen. Und für Monsieur die Spezialität des Hauses. Kutteln. Das würde ich niemals essen. Nicht mehr für 2 €. Wenn man Schnecken essen kann, kann man alles essen. Köstlich. Na los, esst auf. Französisches Essen ist toll. Ja. Wie schmeckt deins, Achim? Setz dich auf der Stelle wieder hin. Madame, Sie müssen gehen. Ihr Sohn hat unsere Gäste in Aufruhr versetzt. Also, ich bleibe sowieso nicht, wo ich nicht erwünscht bin. Ich auch nicht. Wiedersehen, rote Beete. Aber du hast gesagt, ich muss meinen ganzen Teller leer essen. Da hast du deine 2 €, Henry. Und jetzt lasst uns gehen und irgendwo was Ordentliches essen. Gut,
gemacht, junger Mann. So wohlerzogen, nicht wie dein junger Freund. Wappa Wuppi, wir kommen!